Wie lange möchtest du dieses Spiel noch mitspielen? Erst gibt er dir seine Liebe, ihr verbringt eine unglaublich gute Zeit oder sie, ihr genießt die Zeit zusammen und im nächsten Moment wirst du wieder von ihm, ihr weggestoßen. Und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Du hängst da drinnen. Du liebst diesen Menschen, aber es ist schon fast eine Liebessucht und es ist ganz schwer, sich davon zu lösen. Es ist ganz schwer, dich davon zu befreien. Und du merkst, wie es dich Tag für Tag leer macht, aussaugt, dein Leben zur Hölle macht und wie deine Beziehung mehr und mehr wichtige Teile deines Lebens einnimmt. Bei mir war es damals so, ich hing da auch drinne und ich bin da nur ganz schwer rausgekommen. Aber eins kann ich dir sagen, und das ist die Entwicklung, die ich mir auch für dich wünsche. Ich habe mich so sehr weiterentwickelt, mein inneres Kind geheilt, dass sie für mich tatsächlich immer uninteressanter wurde. Nicht, weil ich sie weniger geliebt habe, sondern weil einfach die Art, dieses Hin und Her, dieses Unglücklichmachen zu dem glücklicher und glücklicher werden, was ich für mich erreichte, weil ich daran gearbeitet habe, weil ich das nicht mehr wollte, weil es mich nicht mehr interessiert hat, weil dieses Auf und Ab, dieses Hin und Her nicht mehr das war, was ich mir im Herzen wirklich gewünscht habe. Das innere Kind war süchtig danach, das wollte das unbedingt. Weil das innere Kind hat alles, was es gesucht hat, immer sich im Außen geholt, durch Beziehung. Diese Leere wurde immer im Außen gefüllt. Und durch Heilung des inneren Kindes war das irgendwann nicht mehr notwendig. Ich konnte mir selbst diese Liebe geben. Und das Wichtige, was ich dir da mitgeben kann, ich war erst an einem Punkt, wo ich extrem verliebt war in sie und kam dann an einen Punkt, wo sie mich überhaupt nicht mehr interessiert hat. Und erst als das passiert ist, fing sie auch an, mehr und mehr mir wirklich hinterherzulaufen, wirklich hinterherzurennen. Einfach weil ihre Verlustängste mehr und mehr getriggert wurden. Es entstand eine komplett neue Verhandlungsposition. Doch darum soll es jetzt nicht gehen. Es soll jetzt darum gehen, wo der Ausweg ist und vor allem die Lösung. Punkt 1. Du leidest. Wie wahnsinnig. Du leidest unglaublich. So, ich weiß, wie das ist bei Bindungsängstlern. So, und oft ist es so, man fühlt sich wie Seelenpartner, ja, und dann funktioniert es immer nicht. Man hat diese Phasen, wo das Gegenüber wie so eine zähe Kaumasse ist, man einfach überhaupt nicht vorwärts kommt und sich die Zähne dran ausbeißt und gefühlt da nur noch Erschöpfung ist und man kann trotzdem nicht raus. Und du bist in einer Situation, wo die meisten normalen Menschen sofort abspringen würden. Du hast eine starke Bindung zu diesen Menschen. Du liebst diesen Menschen, aber du kannst diesen Menschen einfach nicht loslassen, aus dem Grund, dass irgendetwas in dir dich weniger liebt als diesen Menschen. Würdest du dich wirklich lieben, dann würdest du sofort rausgehen, ohne Wenn und Aber. Du würdest diese Beziehung beenden, egal wie groß der Schmerz ist. Und dann kommen wir zum zweiten ganz wichtigen Punkt für dich. Erstmal diese Bewusstwerdung, dass du jedes Mal, wenn du das tust, deine Selbstliebe übergehst. Und dabei ist es genau die Selbstliebe, die du schulen musst, statt sie zu übergehen. Und das heißt manchmal auch, in diesen Schmerz erstmal reinzugehen. Dich da zu lieben, wo du nicht lieben kannst. Stell dir vor, du hast einen weißen Wolf und einen schwarzen Wolf in dir. Und der schwarze Wolf, das ist die Seite, die immer wieder den leichtesten Ausweg sucht. Und immer wieder sich sagt, okay, ich gehe einfach zurück. Dann habe ich diesen kurzen Drogenfix, so nenne ich mal das mal, und dann geht es mir wieder gut und dann ist wieder alles in Ordnung. Und der weiße Wolf, das ist die Seite, die überhaupt nicht genährt wird von dir. Die sagt, okay, ich gehe jetzt in diese Einsamkeit rein, ich ertrage jetzt diese Einsamkeit und ich versuche mich in diese Einsamkeit irgendwie anzunehmen. Und jetzt stell dir die folgende Frage, wie fütterst du den schwarzen Wolf, wie fütterst du den weißen Wolf? Und was wächst am Ende? Den schwarzen Wolf fütterst du, indem du immer wieder zum Bindungsängstler zurückgehst und auf diese Weise dir Nahrung gibst, ja, dass du den Zufuhr bekommst, dass du kurzzeitig gestillt bist, dass das innere Kind sozusagen den Nuckel in den Mund bekommt. Und den weißen Wolf, den fütterst du auf nur eine einzige Art und Weise, indem du dich einfach mal dieser Einsamkeit aussetzt, diesem Alleinesein aussetzt, dem Gefühl, was nach so einer Verletzung oder nach dem Verlassenwerden in dir arbeitet und diesen Wolf dann ernährst. So.
dich lernst, in dieser Einsamkeit, in diesem Verlust zu ertragen, anzunehmen, zu lieben. Lernst für dieses innere Kind, das die ganze Zeit nach Liebe schreit in dir, sie im Außen die ganze Zeit sucht, mal durch dich zu bekommen. Und da kommen wir zum dritten ganz wichtigen Punkt. Dein Unterbewusstsein kann überhaupt nicht unterscheiden, von wem diese Liebe kommt. Die Liebe kann von Mama oder Papa kommen, die Liebe kann vom Ex-Partner, der Ex-Partnerin kommen oder von dir. Es geht nur um einen einzigen Punkt, die Bindung zwischen euch beiden. Wie ist die Verbindung zwischen dir und dem inneren Kind? Ganz stark. So, deswegen ist das so ein Lückenfüller. So, ich meine die Verbindung vom Ex-Partner und dem Inneren, sehr stark. So, die Verbindung von den Eltern zu dir als kleines Kind, ganz stark. Wie ist die Verbindung von dir zu deinem inneren Kind? Wenn die nämlich ganz schwach ist, so, dann wird immer wieder nach einer Möglichkeit gesucht, im Außen diese Liebe zu finden. Das Unterbewusstsein kann aber nicht unterscheiden, wo die herkommt. Kommt sie von Mama oder Papa? Kommt sie von dir? Oder kommt sie jetzt vom Ex-Partner? Das heißt für dich ganz klar, auch du kannst dir diese Liebe geben und in dieses Gefühl kommen. Und das ist echte Selbstliebe, echte innere Kindheilung. Lerne dir diese Liebe bedingungslos zu geben, bis du sie spürst, bis das innere Kind in dir, das die ganze Zeit im Außen sucht, sich auf einmal zu dir hinwendet, zu dir hinschaut und merkt, wow, ich werde geliebt. So. Und das ist das, was du suchst. Und da kommen wir zum vierten Punkt. Probier mal die folgende Übung aus. Und du wirst merken, dass es dir direkt, sobald du diese Übung machst, viel besser geht. Lokalisiere am Körper, wo du diesen Schmerzkörper hast. So, Solarplexus, Unterbauch, wo auch immer. Gib dort ganz viel Liebe rein. Und stell dir vor, dass dieser Schmerzkörper dein inneres Kind ist. Personifiziere es, diesen Schmerz. Und dann sprich zu dieser kleinen Variante von dir und sag, liebes inneres Kind. Du kannst auch sagen, ich habe immer gesagt, lieber kleiner Frederik, so. Liebes inneres Kind, du brauchst keine Angst zu haben, in der Einsamkeit zu sein oder verlassen zu sein, weil ich bin immer für dich da. Und jetzt versuch, während du reinsprichst, viel Liebe reinzugeben, ins Gefühl zu kommen. Du wirst merken, in diesen Momenten, dass du dich beruhigst und dass es dir besser geht, dass du runterfährst. Das ist der erste ganz wichtige Beweis, um was es dir eigentlich geht. Es geht darum, geliebt zu werden. Und es geht darum, dass du selbst in der Lage bist, dir diese Liebe zu geben. Das ist eine Erfahrung, die du hier machen kannst. Und dann kommen wir zum nächsten ganz wichtigen Punkt. Habe keine Angst, in diese Erfahrung zu gehen. Nehme sie mit offenen Armen an. Wir können nur heilen, wenn wir uns einer bestimmten Thematik oder Angst auch tatsächlich im Tiefsten aussetzen. Wenn wir in die Einsamkeit gehen. Als kleines Kind hast du Einsamkeit erfahren und es ging dir richtig, richtig schlecht damit. Du hast gelitten. So, und diese Angst, die sich dann gebildet hat, die arbeitet jetzt in dir unbewusst. Weil dein Unterbewusstsein denkt, wenn ich jetzt wieder in die Einsamkeit gehe, dann kommt wieder dieses schreckliche Gefühl. Und es wird auch erstmal da sein, dieses Gefühl, weil so hast du es als Kind erlebt, weil diese Angst in dir arbeitet. Und es ist wichtig, da reinzugehen, den weißen Wolf zu füttern, nicht den schwarzen Wolf, den weißen Wolf zu nähren, in diese Angst reinzugehen und zu lernen, sich in dieser Angst anzunehmen und zu lieben, glücklich zu sein. Das ist immer ein unfassbar individueller Weg. So, weswegen ich auch an dieser Stelle ganz viel coache und das wirklich ein Prozess ist, der manchmal über einen Monat dauern kann, bis da jeder seinen Weg gefunden hat, wie man eben in dieses gute Gefühl reinkommt in so einer Situation. Das ist eine große Challenge. Es wird dir aber dabei helfen, dass du die richtige Seite nährst, nämlich das innere Kind durch Selbstliebe. Und was dann passiert, ist das Entscheidende. Da kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, Unabhängigkeit. Du wirst unabhängig. Und diese Unabhängigkeit ist gleichzeitig wieder die wichtigste Voraussetzung, damit dein Gegenüber in echten Verlustängsten getriggert wird. Denn nur dadurch bist du auf einmal in der Lage, dein Gegenüber wirklich zu verlassen. Keine Angst mehr zu haben, dein Gegenüber zu verlassen, was die echte Verlustangst beim Ex oder der Ex auslösen kann. Niemals, um ihn oder sie zurückzubekommen, sondern um erstmal eine neue Verhandlungsposition zwischen euch beiden aufzubauen. Bindungsängstler, die in ihrer Verlustangst sind, die haben alle Bindungsängstler, immer, entwickeln einen unglaublich starken Leidensdruck. So ähnlich wie du jetzt gerade in deiner Verlustangst. Und diesen Leidensdruck kannst du dir zunutze machen, um eben Forderungen zu stellen, die vor allem nur eine Ausrichtung, auf eine Ausrichtung ausgelegt sind. Dass der Bindungsängstler sich die eigenen Themen anschaut, an sich arbeitet, reflektiert und in die Veränderung bringt. Alles andere ist keine gesunde Beziehungsgrundlage. Ihr beide in einer Entwicklung
Du entwickelst dich weiter und versuchst dadurch Voraussetzungen zu schaffen, dass dein Gegenüber auch in eine Entwicklung kommt. Das ist das, was du nochmal versuchen kannst. Und da steht eine Sache immer ganz oben, der Selbstschutz. Ich bin durch diesen Prozess gegangen und weiß daher, wie schwer es ist, wenn du da Hilfe brauchst, Hilfe suchst. Nutz einfach das Formular aus der Videobeschreibung, schreib mich an, dann helfe ich dir gerne weiter. Oder einfach unter 0162 679 4253 per WhatsApp, da helfe ich dir auch gerne weiter. Einfach nur anschreiben, dann bekommst du von mir Support. Genau. Ansonsten bis später.